In afrika.de Reisen und Safaris nach Afrika. In diesem Video möchte ich euch kurz drei besondere Gebiete vorstellen, die Kunden mit uns häufig auf einer Afrika-Safari bereisen und jeweils aus dem vorgestellten Reiseziel eine herausragende Tierart, die man dort besonders gut antreffen kann. In der Kalahari sind es die berühmten Wüstenlöwen, die extrem gut an die harschen Lebensbedingungen der Kalahari-Wüste angepasst sind. Ob Trockenzeit oder Regenzeit, wenn die Wüste blüht, es ist eine faszinierende Gegend mit einer spannenden Natur- und Tierwelt. Geht man nachts in Sambia auf die Pirsch, kann man mit uns besonders gut Leoparden bei der nächtlichen Jagd beobachten. Tagsüber kann es sehr schwierig sein, einen Leoparden zu finden, aber da diese nachtaktiv sind, ist es dann umso leichter, diesen Tieren in der Dunkelheit mit unseren Spotlights zu folgen. Auf unseren Fußsafaris im Herzen von Afrika in Simbabwe treffen wir den extrem bedrohten afrikanischen Wildhund. Es ist kein Problem, diesen Tieren auch zu Fuß sehr nahe zu kommen. Hier im Manapuls Nationalpark, direkt am Sambesi gelegen, hier ist das noch möglich. Sehr gerne organisieren wir Ihre Safari oder aber auch eine Reise mit Expeditionscharakter ins Herz von Afrika. Die verwendeten Fotos in diesem Video sind allesamt auf unseren Reisen in der Wildnis Afrikas entstanden. Wollt ihr mehr Videos sehen? Dann jetzt auf den roten Abonnieren-Button hier unter dem Video klicken. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. In afrika.de Reisen und Safaris nach Afrika. Besuchen Sie unsere Website.